Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 170. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich Alois Clemens Lageda aus Südtirol ans Mikrofon geholt. Er führt das traditionsreiche Familienunternehmen aktuell zusammen mit seinen Schwestern Helena und Anna. Zwei Dinge will ich mit ihm besprechen. Erstens will ich von ihm wissen, wie er die Dinge in und um das Weingut so organisiert, dass es zukunftsfähig ist. Es geht also um die Themen Boden- und Pflanzengesundheit, Biodiversität und Nachhaltigkeit, Kooperation und Motivation. Und da die Weinmesse der Lagedas, die Sommer 2024, in genau zwei Wochen an den Start geht, möchte ich von Clemens wissen, mit welchen Erwartungen er heuer die Pforten zu diesem wirklich ganz besonderen Event öffnet. Es geht mir hier und heute also nicht um eine umfassende Schau auf das Weingut Lageda, noch um die biografischen Details und Besonderheiten, die Clemens befähigt, dieses außergewöhnliche Weingut zu steuern. Dafür finden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt Gelegenheit. Und ich verrate an dieser Stelle sicherlich nichts Neues, dass es sich bei den Lagedas um einen weit über die regionalen Grenzen Südtirols hinaus bekannten und ungemein geschätzten Akteur auf dem Feld des biologischen, biodynamischen und ganzheitlichen Weinbaus handelt. Seit Generationen betreibt die Familie nachhaltige Landwirtschaft und engagiert sich in Projekten auf den Feldern der Kunst, Kultur und Musik. Über den Tellerrand schauen und ganzheitliche Perspektiven und Strategien zum Zuge kommen lassen, das ist dieser Familie sozusagen ins Stammbuch geschrieben. Die Lagedas arbeiten mit einem großen Team von Mitarbeitern, mit Winzern, Landwirten, mit Viehzüchtern, Käsern und Köchen in ganz Tirol zusammen. Gemeinschaftssinn und der stetige Austausch von Erfahrungen und Fachwissen sind auch für Clemens Grundvoraussetzung dafür, flexibel und nachhaltig auf kontinuierliche Veränderungen in der Natur reagieren zu können. Dazu gehört auch der Wille, immer wieder Neues auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen. Logisch, dass wir also nicht nur über Biodynamie, sondern auch über Agroforst, Tiere im Weinberg, Humusaufbau und die Bedeutung gesunder und genetisch diverser Rebpflanzen sprechen. Also, freut euch auf eine interessante Podcast-Folge von Genuss im Bus. Freut euch auf Alois Clemens Lageda. Los geht's! So, lieber Clemens, ich grüße dich ganz herzlich, sende einen mittäglichen Gruß nach Südtirol und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist. Wolfgang, danke sehr für die Einladung. Ich freue mich auch ganz fest, auch hier zu sein und mit dir über ein paar spannende Themen zu sprechen. Lass uns reden einmal über die Sommer, die ja kurz bevorsteht, und zum anderen über euer Weingut. Und da will ich die Klammer mal aufmachen, sozusagen die großen Antipoden, Historie, Tradition auf der einen Seite und Zukunftsfähigkeit auf der anderen Seite. Meiner Beobachtung nach befinden wir uns ja durchaus in so einer nicht ganz unproblematischen Umbruchsphase insgesamt in der Welt, aber auch was das Klima betrifft. Und ich erlebe das auch hier in Deutschland, dass sich auch Weingüter immer wieder fragen, wie stelle ich mich in der aktuellen Zeit, also quasi nachdem jetzt demnächst das erste Vierteljahrhundert vorüber ist, wie stelle ich mich so auf, dass ich zukunftsfähig bin für den Markt, aber auch natürlich für die Weinberge, für die Gesundheit der Anlagen. Darüber möchte ich gerne mit dir reden und vielleicht mal mit einer ersten Frage anfangen. Mit welcher Haltung, mit welchen Werten, mit welchen Grundüberzeugungen hat das Weingut Lageda über die lange Historie generiert? Und sind diese Haltungen und Werte und Grundüberzeugungen der Vergangenheit vielleicht auch noch eine gute Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs? Also ich glaube, wir sind ja Landwirte. Als Weinbauern, und ich glaube, wir haben eine gewisse Verantwortung.
Und als Landwirte muss es unser Ziel sein, klarerweise irgendwie zu schauen, dass der Boden fruchtbar bleibt, weil als Bauern haben wir eigentlich eine unglaubliche Supermacht. Wir können nicht nur Emissionen verringern, sondern auch versuchen zu binden. Wir können CO2 sozusagen, wir haben die Macht oder wir haben die Power, CO2 sozusagen in den Boden zu binden. Und ich glaube, wenn man sich mal als darauf konzentriert, dass wir eben in klar, wir sind Weinbauern, wir produzieren Wein, ein Genussmittel, das auf der Welt gut ankommt, aber schlussendlich ist unsere Kernaufgabe, Bauer zu sein und versuchen, die Landwirtschaft so gesund wie möglich und so gut wie möglich zu betreiben. Und ich glaube, da müssen wir fast in eine Richtung gehen, die uns weiter voranbringt, um die gesunde Landwirtschaft in den Fokus zu setzen und unsere Fragen zu klären, wie schaffen wir Diversität und dank der Diversität eben auch Fruchtbarkeit aufzubauen. Demnach glaube ich, klar, es gibt da so ein Trend hin zu Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, aber ich glaube, das ist eigentlich fast schon eine Verpflichtung, die wir als Landwirt haben. Seit wann gibt es euch? Uns gibt es jetzt seit 200 Jahren und also das Unternehmen ist gegründet worden 1823. Wir hatten damals eigentlich, vor 200 Jahren waren wir Weinhändler und sind dann so circa vor 150 Jahren eigentlich stärker dann auch in die Produktion getreten und haben dann eigentlich, also mein Ur-Ur-Urgroßvater Alois 1855 die ersten Trauben oder Reben selber angepflanzt und eingekeltert und waren damals noch in Bozen und haben uns dann immer zunehmend nach Margreit sozusagen verlagert und sind jetzt eigentlich seit circa, jetzt seit 100 Jahren haben wir den ersten Schritt nach Margreit, also ganz in den Süden gemacht, mit als mein Großvater alles Lageda, wir heißen eigentlich alle Alois, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Er war, glaube ich, der Alois der Dritte damals, hat sozusagen 1934 Löwengang gekauft und das war der erste Schritt nach Margreit und jetzt haben wir dann den neuen Keller 95 auch hier gebaut und dann eigentlich alles in Bozen verkauft und uns komplett hier nach Margreit alles verlagert sozusagen, nicht? Und da machen wir jetzt Wein, da machen wir jetzt Wein, haben unsere eigenen Flächen, die seit 2004 biologisch dynamisch bewirtschaftet werden. Und aber wir arbeiten auch mit Winzerpartnern zusammen, wo wir dieses für uns wichtige Jahr feiern, 2024, weil wir jetzt mit dieser Ernte, mit dieser kommenden Ernte, mit dieser kommenden Saison es geschafft haben, alle unsere Winzerpartner motiviert zu haben, biologisch dynamisch zu arbeiten. Sehr cool, ja. War das schwierig? Das ist für uns ein Megaschritt. Ja, das war schon sehr schwierig. Das geht ja, das Biologische, Biologisch-Dynamische geht ja auch immer um Soziale und natürlich Bauern zu überzeugen und zu motivieren, ist natürlich eine große Herausforderung, absolut. War aber ein schöner Prozess, der ist losgetreten worden, so eben 2004 mit der Umstellung unserer eigenen Flächen und 2011 haben wir dann begonnen, unsere Partner stärker zu motivieren und eben das hat dann so 13 Jahre gebraucht und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir es geschafft haben. Glückwunsch. Danke sehr, also das ist für uns wirklich ein wahnsinnig toller Schritt und ich glaube, ja, warum war es schwierig? Weil es ist einfach, eine Umstellung ist immer was Soziales. Es geht nicht um die Rebe. Die Rebe hat da kein Problem, ob sie mal Herbizide bekommt oder nicht. Wir reden von qualitativem Weinbau. Wir reden ja nicht von Riesenmengen, die wir da versuchen rauszuziehen aus der Rebe oder aus der Pflanze, sondern wir haben ja einen gewissen qualitativen Anspruch. Und da kommt man biologisch dynamisch auch noch besser hin, meiner Meinung nach. Deswegen ist es nicht die Herausforderung, was die Pflanze hat, sondern die Herausforderung ist tatsächlich, den Menschen zu motivieren, zu schulen auch, auf einen Weinberg zu sehen, einen Weinberg aus einer neuen und anderen Perspektive zu betrachten. Darum geht es eigentlich. Ja. Du hast vorhin gesagt, ihr seid Bauern, ne? Landwirte. Ja. Und vor allen Dingen kommt es auf den gesunden Boden an, weil das in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung ist. Nun ist aber ein gesunder Boden ja nichts etwas, was per Dekret oder per Haltung oder Überzeugung da auf einmal entsteht, sondern da muss man was für tun.
damit das was wird. Welche Instrumente nutzt ihr, um genau dieses Ziel zu erreichen? Also wir arbeiten biologisch dynamisch, aber ich würde mal sagen, das ist ein Mittel, also ein Weg dorthin, ein Mittel. Es gibt da noch viele, also biologisch dynamisch sehe ich als eine Art der gesunden Landwirtschaft, aber ich glaube, 2004 haben wir begonnen mit der biologisch-dynamischen Bewirtschaftung. Damals war es noch sehr theoretisch. Damals gab es ja wenig Praxiserfahrung. Ich glaube, heute geht es eigentlich stark darum, zu versuchen, eigentlich Diversität aufzubauen. Mhm. Da geht es jetzt nicht nur um Präparate. Ich glaube, ja, im biologisch-dynamischen spricht man gleich mal von Präparaten oder von Mondzyklen. Aber ich glaube, eigentlich in erster Linie geht es um Diversität aufzubauen, Humus aufzubauen, Fruchtbarkeit aufzubauen. Und da ist die Biodynamie ein ganz, ganz wichtiges Tool und ein schönes Tool, aber es gibt auch Permakultur und ich glaube, man muss sich an vielen Einflüssen bedienen und ich glaube, grundsätzlich, es geht darum, die Monokultur zu brechen, Diversität aufzubauen und Fruchtbarkeit aufzubauen. Absolut, absolut. Das sind die Schlüsselworte im Grunde genommen. Es geht um Diversität, Biodiversität, oberhalb und unterhalb, ne? der Erde. Genau, absolut. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, extrem. Also ich glaube, das ganze Unterirdische, das ist ja ein Riesengeheimnis noch. Das haben wir alles noch nicht gelüftet. Ich glaube, Boden ist so die große Spannung und große Herausforderung als Landwirt. Ich glaube, Pflanzen sind ja miteinander verbunden. Das können wir über Symbiose mit Pilzen natürlich feststellen und sehen. Aber ich glaube, was da alles an Informationen ausgetauscht wird, das ist alles noch etwas unklar. Deswegen glaube ich, das ganze Thema Agro-Silvopastoral, Vitiforst, ich glaube, diese Themen, die ja jetzt groß im Kommen sind, auch im Weinbau, bezüglich Beschattung, aber nicht nur Beschattung, einen Baum zu pflanzen in einem Weinberg ist natürlich auch oberirdisch interessant, aber ich glaube auch unterirdisch kann fungiert ein Baum als Wasserpumpe, fungiert ein Baum als Nährstoffmitter sozusagen. Also ich glaube, da passiert gerade viel, auch unabhängig jetzt nur von dem biologisch-dynamischen, sondern eben was das ganze Thema Diversität anbelangt. Und ich glaube, da unterirdisch, das ist noch ein Riesengeheimnis, das wir lüften müssen. Bräuchte es da auch vielleicht noch Unterstützung durch die Forschung, dass wir diese Welt der Bakterien, Pilze, Nematoden, Regenwürmer und was da alles so von Bedeutung ist, noch ein bisschen besser verstehen? Ich glaube, wir wissen schon viel und wir wissen schon genug eigentlich, um große Schritte zu machen. Ich glaube, es braucht für Forschung, aber ich glaube, die Forschung ist schon da. Also die Forschung muss nur auch gehört werden, glaube ich, und verstanden werden und interpretiert werden und eben dann eben auch realisiert werden, umgesetzt werden. Aber ich glaube, genauso wie es ja schon die Klimamodelle gibt, seit den 80ern, da haben wir das Glück, dass unser Vater schon sich seit den 80ern mit Klimawandel beschäftigt. Die gab es ja schon, das ist ja nichts Neues, nicht? Und den Klimawandel gab es immer, der wird jetzt radikaler, ja. Und den müssen wir uns einstellen, aber dass gewisse Sachen davor gehen und die Forschung betrieben wurde, das ist eigentlich schon, gibt es seit vielen Jahren und ich glaube, es geht einfach nur darum, das nicht zu ignorieren, sondern tatsächlich das umzusetzen. Für das Thema Biodiversität zählt ja auch bei euch Tiere im Weinberg, ne? Genau, das ist ein wichtiger Pfeiler, um sozusagen die Diversität aufzubauen und etwas die Monokultur zu brechen, ja. Also da zähle ich mal nicht nur die Tiere dazu, die sogenannten Wilden, die Insekten, Vögel, Eidechsen etc., die sich da quasi natürlich einnisten, sondern ihr bringt ja auch sozusagen Nutztiere ein. Genau, wir haben eine Kooperation seit fast 15 Jahren jetzt mit einem Käser und der hat uns anfangs immer die trächtigen Kühe und die Jungtiere gegeben, also die er sozusagen im Winter nicht fürs Melken oder für die Käseproduktion benötigt hat, die hat er uns gegeben, die kamen dann im September immer zu uns, also nach der Ernte, blieben da über mehrere Monate und im April, wenn sozusagen bei uns dann die Reben sozusagen wieder anfangen zu wachsen, gingen die dann hoch
auf die Alben wieder, nicht? Und das war eine wunderschöne oder ist immer noch eine wunderschöne Zusammenarbeit, die damals begonnen ist. Und damit haben wir eigentlich das Element Tier wieder in unsere Weinberge bekommen. Nicht ohne, aber mit der Möglichkeit sozusagen, die auch dann, wenn wir eben, wenn es bei uns eben einerseits mit den Arbeiten, aber andererseits auch mit der Natur, weil wir brauchen ja dennoch natürlich die Weinberge für die Trauben, wenn es da eng wurde, konnten wir die wieder abgeben, nicht? Und, er konnte sozusagen die, er musste dann dadurch das Heu nicht zufüttern im Winter an jene Kühe, die er sozusagen fürs Melken nicht benötigt hat, nicht? Das heißt, er konnte natürlich auch ökonomischen riesen Vorteil rausziehen, nicht? Und daraus hat sich diese Zusammenarbeit eigentlich weiterentwickelt und irgendwann ist es so weit gekommen, dass wir auch die Ochsen, also die Stiere übernommen haben und wir haben ja ein Restaurant und somit sozusagen haben wir dann irgendwann die Ochsen aufgenommen und er hat meistens so 3-4 Ochsen, die wir übernehmen, also nicht in dieses System Massentierhaltung reingehen und irgendwo nach 3 Wochen sofort von der Mutter getrennt werden und irgendwie in den Mastzucht integriert werden, sondern die kommen mal zu uns, bleiben 3-4 Jahre da und dann, wenn wir den Bedarf haben im Restaurant, dann schlachten wir sie eigentlich vor Ort im Weinberg über ein Schlachtmobil. Ich selbst bin Vegetarier, deswegen war mir das wichtig eigentlich schon. Ich verurteile nicht den kompletten Verzehr von Fleisch, aber ich glaube, er muss einfach bedacht und bewusst werden. Und deswegen, vor allem in einem Restaurant ist es spannend, wenn man dann natürlich auch auf das Fleisch zurückgreifen kann von Ochsen, die einmal biologisch dynamisch aufwachsen, die 365 Tage im Freien leben, einmal im Winter in unseren Weinbergen und im Sommer auf der Alm, nicht? Und die eben nicht in den Stall kommen, nicht? Und die Wohlfühltemperatur dieser Rasse liegt so bei 0 Grad. Deswegen können die auch ohne weiteres im Winter eigentlich hier unten Gras in den Weinbergen und finden selbst bei so einem Klimawandel, bei solchen Wetterverhältnissen, wie wir sie dieses Jahr haben, hatten wir schon im Januar wieder grünes Gras, oder Ende Januar, das war ja verrückt sozusagen, nicht? Und die haben dann dadurch natürlich eine verlängerte Weide. Blöd gesagt, durch diese Kooperation. Nicht? Ja. Und dieses Jahr ganz neu, da sind wir jetzt ganz glücklich, dass das geklappt hat, haben wir Wanderhirten, also dort, okay, wo die Weinberge nicht von den Ochsen begrast oder beweidet werden, haben wir es geschafft, eigentlich mit Wanderhirten zusammenzuarbeiten. Und die kommen dann in gewisse Weinberge und mit 150 Schafen und die grasen natürlich ratzeputz, grasen die das eigentlich recht schnell ab, eigentlich nicht. Und das ist toll, weil du hast dann das tierische Element wieder da und natürlich nicht viel organischen Dünger und natürlichen Dünger, nicht? Und das ist das Problem der Landwirtschaft etwas, dass wir ja sehr zerstückelt arbeiten, nicht? Wir so haben ist auf das. Der einen Seite haben wir die Winzer, auf der anderen Seite die Käse, aber früher war das ja ein gesunder Bauer war ja einer der, oder ein nachhaltiger Bauer war ja einer, der Vielfalt aufgebaut hat und das hat sich etwas, das wurde ja zersplittert und ich glaube, darum geht es etwas, unser eigenes Gold können wir und wollen wir wollen wir selber herstellen und unser eigenes Gold ist sozusagen der Mist, mit dem wir eigentlich unsere Böden fruchtbar halten. Ja, das ist auch eine andere Art eben von Vielfalt, die du gerade ansprichst, nämlich über den Tellerrand gucken und dann sehen, dass Kooperation mit anderen, zunächst mal artfremden Einheiten, enorme Synergien bereithält. Absolut. Und eins war uns damals ganz wichtig. Wir sind ja Winzer, nicht? Wir haben ja keine Ahnung von, hatten ja damals keine Ahnung von Tieren. Durch diese Kooperation hole ich mir natürlich das Know-how auch in den Betrieb, nicht? Ja, absolut nachvollziehbar. Du hast eben angesprochen, Humusaufbau ist ein ganz wichtiges Thema, ne? Natürlich nicht nur für die Gesundheit der Böden, sondern auch für die Wasserhaltefähigkeit. Absolut, absolut. Und das wird immer wichtiger. Agroforst ist im Moment in aller Munde. Welche Bedeutung kann es haben? Von einigen Winzern habe ich natürlich auch schon gehört, die sagen, ja, das ist aber für die Mechanisierung meiner Weinberge nicht so cool. Agroforst? Ach, das geht mechanisch schon. Okay. Da muss man halt den Weinberg, klar, man muss das ganze Weinbergdesign umstellen, sozusagen, nicht? Das ist schon so. Dass man sozusagen, man kann nicht mehr den Weinberg so oder man kann, wenn ich jetzt eine Brache hätte von, sagen wir mal, 1 Hektar, nicht? Ja. Und früher hätte ich da gesagt, okay, jeden Zentimeter versuche ich auszunutzen, da wären in Windrichtung meine, oder was weiß ich was, in Fallrichtung oder und so weiter und so fort, meine Reihen gezogen und so wird das mechanisiert.
Das geht so halt bei uns jetzt nicht mehr. Wir müssen schon überlegen, okay, wie mache ich, wie baue ich oder wie pflanze ich einen Weinberg, dass er auch tiergerecht ist. Also ich muss vor allem an den Seitenrändern auch die Möglichkeit haben, dass das Tier etwas wandern kann. Das heißt, ich muss etwas reingerückt die Ortssäulen versetzen, so dass ich mehr Platz habe für die Tiere. Innerhalb der Reihen ist das Tier überhaupt kein Problem. Da haben sie genügend Rangierfläche. Aber auch, jetzt sozusagen, wenn die bei den Ortssäulen zu den Grenzen, dort muss ich etwas mehr Platz lassen. Brauche ich auch ab und zu, wenn ich jetzt sagen wir mal so eine Futterraufe hinstellen muss. Okay, bei 1 Hektar ist es vielleicht etwas viel verlangt, aber wenn ich jetzt eine Futterraufe hinstellen muss, dann muss ich vielleicht etwas so eine Insel schaffen, wo ich eine rebfreie Zone, weil natürlich bei einer Futterraufe passiert viel, das halten sich dann die Ochsen meistens mehr auf. Dann ich muss es halt einfach so designen, dass ich so wenig Fehlstöcke durch oder so wenig Stöcke, Rebstöcke durch die Ochsen sozusagen betroffen werden oder vielleicht umgeknickt werden oder verletzt werden und so. Ja. Und das muss ich ein bisschen neu designen. Und genauso das Gleiche gilt auch, was Thema Vitiforst oder Agroforst anbelangt. Ich muss halt dann an meinen Baum setzen und dann überlegen, okay, wenn ich dann mit dem Überzeilengerät oder reinfahre, dann muss ich das halt so designen und so planen. Aber das ist schon möglich. Es ist etwas ein Aufwand. Es ist vielleicht gegen den Strom gedacht oder etwas anders gedacht, aber es ist möglich. Ist ja wie bei vielen Dingen, ne? Wenn es losgeht und dann gibt es natürlich viele, die das ist schwierig, das können wir nicht machen. 15 Jahre später sieht das ganz anders aus und dann, Eben, ich glaube einfach, bei manchen Sachen muss man einfach sagen, wir müssen es machen können. Wir brauchen den Baum mittlerweile in gewissen Lagen, brauchen wir einfach den Baum als Schattenspender auch. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird der Weinberg so oder so nicht großartig überlebens- und zukunftsfähig sein, nicht? Und ich glaube, wir müssen schon überlegen, also nachhaltig ist für mich wirklich die Fruchtbarkeit des Bodens aufzubauen. Das ist nachhaltig, weil dann kann ich auch einen Weinberg jetzt pflanzen für die nächsten 100, 120 Jahre, ohne sofort wieder rauszureißen und in 30 Jahren wieder neu zu pflanzen, nicht? Also ich muss mir schon meine Überlegungen etwas langfristiger machen, aber ich glaube, darum geht es auch. Der Landwirt kann, und das ist die Herausforderung in diesem ökonomischen System vielleicht, der Landwirt muss oder wird gezwungen, oftmals kurzfristig zu denken, und das ist bei einer Landwirtschaft, das ist ein Dilemma vielleicht in der Landwirtschaft. Ja, übrigens auch in der Politik und in anderen Themenfeldern. Ja. Kurzfristiges Denken, führt nicht immer zu den richtigen Ergebnissen. Aber du hast jetzt gerade angesprochen, Weinbergsanlage, du redest von 100 Jahren Bestand. Dann brauchst du natürlich auch noch was anderes, nämlich gesunde Rebpflanzen. Und da brauchst du eine gesunde Genetik, eine gute Genetik. Und du brauchst auch letztendlich eine Vorstellung, wie du den Rebstock pflegst, den Rebschnitt organisierst, damit das auch tatsächlich zu so einem guten Ende kommt. Ja, absolut. Das glaube ich auch, nur ist man danach halt immer schlauer, nicht? Ich glaube, unsere Vorfahren haben sich damals schon auch Gedanken gemacht, wie sie einen Rebberg 100 Jahre pflanzen können. Und ich glaube, in den 80er oder 70ern, als man dann angefangen hat, mehr mit Monoklonen zu arbeiten und so, da war schon auch ein Gedanke dahinter, okay, es ist feiner für den Önologen, alles zur gleichen Zeit reif zu haben. Ich glaube, da waren schon auch Überlegungen, aber ich glaube, irgendwie die Welt ist dann parallel doch dann weiter oder vielleicht hat sich danach irgendwie anders entwickelt. Und heute zum Beispiel denke ich mir, okay, wir wollen nicht Monoklone in einen Weinberg setzen, sondern wir wollen so heterogen wie möglich an Klonen, an Selezionmassalen variieren eigentlich. Also wenn ich ein Pinot Noir Hektar jetzt pflanze, dann versuche ich da über 20 verschiedene Klonen und Selezionmassalen zu haben. Also wirklich auch da diese Diversität vorantreiben und mit 3, 4 verschiedenen Rebschülern zu arbeiten, nicht? Ob das jetzt das Gelbe vom Ei ist und ob nicht meine Kinder dann irgendwann in 30 Jahren sagen, ja, was hat denn der Depp gemacht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja. Aber jetzt klingt es auf jeden Fall sehr schlüssig und richtig. Aber das weiß man natürlich dann erst. Ich glaube aber, man ist halt doch, man muss langfristig denken, ist aber auch immer in dem Geist der Gegenwart etwas gefangen oder nicht gefangen, aber in dem lebt man halt nicht. Und ich glaube, deswegen ist es oftmals schwer, das wirklich Richtige zu finden. Ist denn bei euch das Thema Eska auch virulent? Ist auch virulent, je nach Rebsorte. Also bei Cabernet sicherlich stärker. Ich glaube, das große Ding ist heute jetzt gerade nicht Eska, sondern das ist die Flavescens. Die habt ihr ja in Deutschland, glaube ich, nur vereinzelt. Ja. Ist bei uns häufiger der Fall. Also jetzt vor allem Chardonnay ist sehr stark betroffen. Das kommt aus Frankreich, über Piemont kam das danach über das Trentino nach Südtirol. Mit dem haben wir jetzt stark zu kämpfen. Wie wirkt sich das aus?
das wirkt sich aus, dass einfach die Reb, also das ist ein Virus, eine Viruserkrankung, und das geht, kommt über eine Zikade, und die sticht sozusagen die Pflanze an, und dann verliert die komplett ihr Leben, oder ja, wie kann man sagen, ihre Lebendigkeit. Also die Blätter werden leicht welk und gelb-grünlich, und die Trauben kann man auch nicht mehr verwerten. Also da kann man auch nur mehr roden eigentlich. Also sonst ist natürlich, also man ist auch mittlerweile zum Roden, wird man gezwungen in Südtirol. Hat jeder so seine eigene Meinung dazu, aber sagen wir mal so, es ist vielleicht auch nicht mal die lieber rode ich, als jetzt viermal Insektizide zu spritzen, was man eigentlich auch gezwungen ist in Südtirol, leider. Aber natürlich, ich glaube, im Moment haben wir keine große Macht dagegen, gegen die Flavissons, als den Rebstock zu roden und versuchen dadurch diese Krankheit einzudämmen. Okay. Aber das ist gerade ein größeres Problem als Eske eigentlich. Okay, verstehe. Aber ich glaube auch da, ich glaube, solche Krankheiten, vielleicht ist das jetzt etwas theoretisch gesagt, aber ich glaube halt auch hier, solche Krankheiten oder solche Erreger, wie zum Beispiel eine Zikade, die kommen halt stärker, wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Und ich glaube halt einfach, in der Monokultur ist vieles aus dem Gleichgewicht. Ja. Ich glaube, wie gesagt, eine gesunde Landwirtschaft bedarf immer Vielfalt, und dann wird es da schon auch einiges geben, dass wir haben einfach auch keinen Antipoden mehr der Zikade, nicht? Ja. Ja, sie hat keinen Feind, und ja, gut, dann. Nö, ja, genau. Ist halt für viele auch leichter, nicht? Ja. Klingt jetzt sehr theoretisch, aber ich glaube, da ist schon viel dran, dass es einfach eben, dass wir da auch etwas das Gleichgewicht wiederfinden müssen. Was ich gelernt habe, Clemens, ist, dass das Thema Diversität ein ganz, ganz großes ist, sowohl was die Rebpflanzen anbelangt, was den Boden, was das Bodenleben anbelangt, aber auch oberirdisch, nicht nur unterirdisch, spielt das eine Rolle. Diversität auch im Hinblick auf soziale Faktoren gedacht, die Kooperationen. Ihr habt auch ein sehr buntes Feld an Mitarbeitern. All das wirkt zusammen und schafft wahrscheinlich ein sehr, sehr reiches Klima. Welche Rolle spielt in diesem gesamten Kontext Georg Meißner? Georg war für mich oder ist immer noch eine ganz, ganz wichtige Person. War sozusagen mein Lehrmeister. Habe ich damals, oder Jo und ich, Jo ist unser Önologe, ist einer meiner besten Freunde, und habe ich damals in Geisenheim kennengelernt, ist heute immer noch Önologe, ist 2014 eingetreten, und wir haben uns damals, Jo und ich haben uns damals in Geisenheim kennengelernt, und vor allem beim biologisch-dynamischen Praktikum sind wir uns näher gekommen, von dem Georg eigentlich der Dozent war, also unser biologisch-dynamischer Dozent oder Professor. Damals war er noch nicht Professor, Dozent. Und wir haben ihn damals kennengelernt, und er ist dann 2012 ist er nach Südtirol gekommen, weil ich ihn damals gebeten habe. Wir haben damals jemand Externen gesucht, der sozusagen diesen Prozess, unsere Bauern, unser Winzerpartner, irgendwie diesen Kick, ja, diesen Stein ins Rollen bringt, diesen Prozess der Umwandlung oder Umstellung hin zum biologisch-dynamischen. Und wir haben bewusst jemanden von außen gesucht, der didaktisch sehr fit ist, der eben auch das sehr gut lehren kann. Und damals ist eben die Wahl auf Georg gefallen, und er ist dann gekommen, hat diesen Einstiegsvortrag gehabt, und da ist eigentlich dieser Prozess dann losgegangen, und deswegen auch dank Georg konnten wir eigentlich diesen Prozess jetzt mit 2024 Ernte abschließen, oder können ihn abschließen eigentlich jetzt nicht. Er ist dann von diesem externen Berater oder diesem Lehrmeister im biologisch-dynamischen ist er dann in eine weitere Rolle übergesprungen. Er ist dann ja eigentlich der Produktionsleiter geworden bei uns mit 2013, als mein Onkel, der 46 Jahre für den Keller verantwortlich war, in den Ruhestand getreten ist, ist dann Georg eingetreten. Georg war aber weiterhin in Geisenheim tätig, und deswegen kam dann sozusagen 2014 Jo ins Spiel, der sozusagen stärker auch die Produktion dann vor Ort geführt hat und geleitet hat, und Georg sozusagen zwar immer noch als Verantwortlicher, aber eben weiterhin war es uns wichtig, auch und Georg auch wichtig, dass er weiterhin in Geisenheim tätig ist, weil ich glaube, eine Lehrstelle wie Geisenheim oder die Lehre im biologisch-dynamischen ist ganz, ganz wichtig und müssen solche Köpfe wie Georg voranbringen, und deswegen war es uns auch wichtig, dass wir da zweigleisig fahren. Und
dann ging er immer stärker sozusagen in eine Beraterfunktion, weil Jod sozusagen dann immer mehr die Verantwortung übernommen hat und ist dann 2020 oder 2021, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube 2020 ausgetreten. Mhm. Sind aber immer noch ganz gut in Kontakt. Ich habe ihn jetzt gerade an der Probe gesehen. Und ja, es ist eigentlich immer noch schön, sich mit ihm auszutauschen. Ein inspirierender Partner für euch, ne? Und nicht nur für ganz, euch. Ganz, ganz. Ganz ein inspirierender Partner. Ein Partner, der Grenzen auslotet, ausreizt, den man oft verfluchen kann, weil man da genau wie wir vorher gesprochen haben, Georg ist so einer, wo man eigentlich am liebsten immer sagt, nee, das geht nicht. Und ich bin eigentlich, ich schätze mich als Person ein, die sehr offen und sehr und eigentlich nie denkt, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Mhm. Aber bei Georg denke selbst ich, nee, das geht nicht. Aber dann schläft man mal immer, muss man immer eine Nacht drüber schlafen und dann am nächsten Tag denkt man, der hat doch irgendwie recht. Ja, ja. So Impulsgeber. Das, also das ist spannend bei. Das ist unglaublich spannend. Also ja. Georg ist wirklich, was Impuls, was das Impulse anbelangt, unglaublich stark. Unersetzlich. Ja, ja, wirklich. Ja, ja. Clemens, lass uns doch noch mal zum zweiten Thema kommen, zur Summa, die ja in gut zwei Wochen beginnt. Sag doch mal, was ist die Idee hinter der Messe? Also Summa ist vor rund 25 Jahren entstanden. Und Summa ist eigentlich ein Fest, eine Zusammenkunft vieler Winzer aus der ganzen weiten Welt. Mittlerweile sind wir ca. 110, 115 Winzer, die wir dann jährlich auswählen. Da gibt es auch Leute, die oder Winzer, die rotieren, Winzer, die sind schon seit längerem dabei. Und das ist alles damals entstanden, weil mein Vater gemeint hat, ja, wenn Vinitaly stärker sein soll, dann ist es wichtig eigentlich, dass man die Veranstaltungen um die Vinitaly rum ins Leben ruft und eigentlich so viel wie möglich Leute der Weinbranche aus der ganzen weiten Welt nach Italien bringt, nicht? Und daraus ist eigentlich dann Summa entstanden, nicht jetzt unbedingt als Gegenbewegung, sondern als Add-on. Vielleicht war Vinitaly, muss man zugeben, nicht mehr das Richtige für uns. Vinitaly ist damals wahnsinnig groß geworden, hat sich auch sehr geöffnet fürs vielleicht zu stark damals fürs private Publikum und vor allem wurde dann einfach mehr, es war keine Zeit mehr, wirklich konstruktiv, qualitativ mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Und daraus einfach diese Idee der Entschleunigung, bringen wir mal alles nach Magreit und machen einfach eine Messe. Es ist eine Messe, aber das Schöne an Summa, es findet in diesen Räumlichkeiten, in historischen Räumlichkeiten aus dem 13. und 16. Jahrhundert statt, also bei uns im Ansitz Löwengang und im Hirschsprung. Und wenn man da ankommt und da kriegt man ganz einen anderen Mut, würde ich sagen. Also schon allein die Gemäuer, diese historischen Gemäuer, die bringen dich einfach in eine Ruhe und das strahlt sehr stark auf die Gäste aus, muss ich sagen. Und deswegen ist es eine Messe für hauptsächlich fürs Fachpublikum, die aber eben eine gewisse Ruhe und Gelassenheit auch bringt. Und es ist eine Freude immer eigentlich. Ach, so anstrengend es ist, jedes Jahr Summa zu organisieren oder so intensiv, aber man muss auch sagen, es ist eine wahnsinnige Freude, Summa hier zu haben. Aber diese Gelassenheit habe ich auch gespürt, als ich dort war bei den Ausstellern. Das war ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Bereitschaft, sich auch auf Gespräche einzulassen. Das ist auch nicht dieser enorme Andrang wie bei der Prowein und schon gar nicht wie bei der Vinitaly, wo man Schlange stehen muss, um mit einem Winzer zu reden beziehungsweise nur einen Schluck Wein zu bekommen, sondern es ist eine sehr freudvolle, friedvolle und gelassene Atmosphäre. Ja, danke sehr, das freut mich zu hören. Also wir haben halt, wir müssen das dann auch immer schließen bei so 1.100 Leuten oder Gästen und wir können auch nicht ins Grenzenlose wachsen. Also ich glaube, bei 110 Winzern ist es auch Stopp. Wir sind nicht eine Halle, wo wir einfach eine Messe, wo wir einfach eine neue Halle dazu nehmen und jetzt mal 20 Winzer mehr haben. Das geht hier nicht. Deswegen, wir müssen auch rotieren. Das macht auch Spaß, macht, glaube ich, auch für die Gäste Spaß, dass sie immer auch wieder neue Inputs und neue Winzer kennenlernen. Und es freut mich sehr zu hören von dir, Wolfgang, dass eben du diese Gelassenheit da gespürt hast. Ja. Welche Aussteller, welche Winzer fühlen sich angesprochen, angezogen von eurem Modell? Mittlerweile sehr, sehr viele. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es da ein Schema gibt. Wir haben hohe Nachfragen, die wir leider auch nicht immer bedienen können. Deswegen so wichtig auch ist es
dass wir rotieren. Wir haben einfach nicht die Möglichkeit, einfach zu wachsen. Aber ich würde sagen, die letzten Jahre ist es schon so, dass wir eigentlich als neue Winzer nur mehr jene akzeptieren, die entweder biologisch oder biologisch dynamisch zertifiziert sind, mhm, oder von denen wir genau wissen, wie sie arbeiten. Auch, mhm, wenn sie jetzt nicht zertifiziert sind, müssen wir dennoch eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen haben, wo wir wissen, okay, da sind gewisse Werte dahinter. Und da geht es um gesunde Landwirtschaft. Wie gesagt, wenn jemand Permakultur betreibt, dann ist für mich das auch gut. Er muss, ja, nicht Demeter zertifiziert, ja, sein. Ja. Er kann auch Respekt zertifiziert, mhm, sein. Das geht auch nicht. Aber ich glaube jetzt, dass eine gewisse eben gesunde Landwirtschaft muss da schon im Fokus sein. Wir haben aber auch Winzer, noch nicht mehr sehr viele, aber es sind auch einige noch, die einfach seit 25 Jahren mitmachen, und wir sind auch halt keine Missionare, wo wir jetzt sagen, du, okay, lieber Winzer, du machst seit 25 Jahren mit, wir haben eine große Freundschaft mit dir und entweder du bist Bio oder nicht. Vielleicht kommt es irgendwann, aber da wir ja selber noch in diesem Prozess sind, all unsere Weine umzustellen, wie gesagt, nicht mit 24 haben wir alle unsere Flächen umgestellt, mhm, aber das heißt, wir haben ja einzelne Weine, die sind noch nicht zertifiziert. Vielleicht wird es dann irgendwann so sein, dass wir da ein bisschen strenger sind, aber jetzt im Moment würde ich sagen, ist es auch noch richtig, wenn wir diese Winzer, die damals seit 25, mhm, Jahren mitmachen, auch noch mitmachen lassen. Und Publikum, hast du vorhin gesagt, eigentlich Fachpublikum, oder? Ich würde mal sagen, 90% Fachpublikum. Mhm. Also 10% lassen wir immer für Weinliebhaber, okay, offen. Ja. Das ist auch gut. Ich glaube, mein schlussendlich trinkt nicht nur die Gastronomen den Wein, sondern auch Weinliebhaber. Und ich glaube, gute, qualifizierte Weinliebhaber sind eine tolle Bereicherung auch für die Summa. Absolut. Und was mir immer wieder auch toll auffällt, das ist das Rahmenprogramm, ne? Und zwar nicht nur Verkostungen, wie das oft üblich ist, sondern auch Elemente im Rahmenprogramm, wo einfach mal auch rausgegangen wird in die Weinberge, wo so Praxisbausteine dabei sind, oder? Genau, also einmal gibt es die Verkostungen von tollen Weinen verschiedener Weingüter, also wirklich geführte Verkostungen, Vertikalverkostungen, also die nennen wir dann, weiß nicht mehr, ich glaube Iconic Wines oder so, da, ja, hat man die Möglichkeit dann, wir wählen dann gewisse Winzer aus, das versuchen wir immer, einen schönen bunten Mix zu haben, also vielleicht von ein paar Naturweinwinzern, vielleicht ein paar Klassiker und dass man so ein bisschen einen schönen Rahmen hat, und die präsentieren dann meistens gewisse Jahrgangstiefen zu verschiedenen Weinen. Und dann gibt es aber noch tatsächlich eben auch Praxisseminare oder Begehungen, Flurbegehungen, wo es dann um Tiere im Weinberg geht oder Biodynamie im Weinberg und solche Sachen. Also die sind auch dabei. Ja. Also ich glaube, es ist eine schöne, eben man, vor allem wenn das Wetter dann schön ist, auch wenn bei Schlechtwetter geht es auch, aber dann konzentriert man sich mehr aufs Verkosten. Aber es ist auch schön, einfach nur diesen Tag kulinarisch, gemütlich zu erleben. Also es gibt auch dann eben schöne, eben kulinarisch ist auch immer schön. Mhm. Es gibt, man kann genügend tolle Speisen vorfinden und eben im Innenhof sitzen und wieder herumflanieren und ein bisschen rumwandern, wieder den nächsten, mhm, Wein probieren. Also ist, glaube ich, ein ganzes Happening, wo ein ganzer Tag eigentlich ganz gut oder schnell umgeht. Ja, und vor allen Dingen auch interessante Menschen treffen und gute Gespräche führen. Ja, genau. Das ist auch immer für uns ein Highlight, dass man wirklich damit mit vielen Winzern zusammenkommt, mit Journalisten zusammenkommt, mit Fachbesuchern aus Gastronomen und wirklich Leuten zusammenkommt, die Lust haben, Wein zu feiern. Gibt es denn noch, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, gibt es noch Möglichkeiten, Karten zu erwerben? Ja, es gibt schon noch Möglichkeiten. Wir sind jetzt fast wir nähern uns dem Finale der Tickets oder dem Endspurt, aber es gibt schon noch ein paar. Für Private am Samstag sind wir geschlossen. Sonntag haben wir noch ein paar Tickets für Private. Gibt es noch. Aber für Gastronomen ist es noch offen. Die Gastronomen sind meistens so, die melden sich dann erst spontan. Okay. Das ist mittlerweile so. Clemens, ich drücke euch die Daumen, dass es eine wunderbare, erfolgreiche Summa wird, und ich freue mich, dass wir uns dort sehen. Cool, dann sehen wir uns in 3-4 Wochen. Genau. Freut mich. Habt eine gute Zeit. Danke sehr. Ja, danke sehr. Danke für heute. Dir auch. Ciao. Ciao, tschüss. So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem Südtiroler Clemens Lageder. Und vergesst nicht,
Noch besteht die Gelegenheit, ein Ticket für die in 14 Tagen beginnende Weinmesse, die Sommer 2024, zu ergattern und dann einigen der in der Bioszene angesagtesten Weingütern persönlich zu begegnen. In 7 Tagen geht es schon weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einer hochinteressanten und hochmotivierten Jungwinzerin. Ich hatte sie ja bereits in der vergangenen Woche angekündigt, habe dann aber kurzfristig die Episode mit Clemens dazwischen geschoben. Lasst euch überraschen, um wen es sich handelt. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.